Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, in der letzten Folge sind wir auf dieser Insel gelandet, denn hier befindet sich Ben Hornigold, der Verräter der Piraten und der sich den Briten angeschlossen hat, sagen wir so. Yeah. Das habe ich auch noch nicht so hingekriegt. Ja, und hier ist ziemlich regnerisch, das bedeutet, die FPS ist auch noch umso schlechter. Oh. Da oben läuft er irgendwo rum. Und gute Nacht. Sind die diese zwei Truhen? Sind die unten? Wahrscheinlich. Weiß nicht genau, ob ich da reinspringen will. Ich meine, komme ich da wieder hoch, wenn ich hier reinspringe? Wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest. Hallo. Wie klang der denn? Das ist wie so ein Sotberg. Ja, gut, hier machen wir hier hoch. Per Luftattentat töten. Schlaf schön. Der wundert sich überhaupt nicht, warum der es niederlegt. Ich kenne den Bastard und ich weiß, wozu er fähig ist. Er ist hinter mir her, so sicher wie ich hier stehe. Auf Position und seid auf alles vorbereitet. Gute Nacht, Tommy Gold. Du
hast man einen Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau viel? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug. Oh je. Aber wir haben endlich mal wieder volle Synchronisation geschafft und das ist ja auch was Tolles. Und ich fand, das war eine recht coole Mission. Deswegen gefällt mir sehr gut. Ja, das mit auch die Ansprache jetzt von Hornigold, seine letzten Worte, fand ich auch ziemlich, ja, bewegend eigentlich. Weil vielleicht hat er gar nicht mal so unrecht. Ja gut, aber Verrat geht einfach nicht. Das ist nicht tragbar. Dann synchronisieren wir mal. Okay. Gut, aber ich möchte jetzt noch nicht direkt hier runterjumpen. Denn hier sind ja noch diese zwei Truhen. Nehmen Sie dir doch, Mann. Jetzt los? Hat er irgendwie nicht rumgebackt oder was? Aber hier haben wir noch eine Menge Zeug. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt, wo wir noch hier sind. Okay, und hier sind noch Piraten, die wir retten können. Das könnten wir angehen. Ich habe eine raue Schale, ja, aber ich bin kein Seemann, das schwöre ich. So. Sehr schön. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Vor allem kriegen gleich 4 Crewmitglieder dazu, wo hier nur 2 rumstanden. Auch schön. Ich werde jetzt mal die ganzen Leute hier plündern. Denn ich brauche mal wieder Munition. Aber die haben wahrscheinlich davon nichts. Naja, sieht nicht so aus. Na, Rauchbomben und Berserkerpfeile. Schön. Es lohnt sich wahrscheinlich nur bei denen zu plündern, wo es auch wirklich, wo auch wirklich da steht, der Hinweis kommt, Munition plündern. Toll. Ugh.
Wie wirst du hier hochkommen, Mann? Oh. Ist der. Dümmer geht's immer. Gut, dann holen wir uns noch die Meierstele. Könntet ihr euch auch schon mal an Bord meines Schiffes begeben? Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da hätten wir noch eine Maya-Stele. Also muss es ja noch irgendwas hier auf der Insel geben. Ach, da oben gibt es noch jede Menge. Aha. Okay. Das heißt, wir müssen noch mal da hoch, oder was? Ja, komm, ich will nicht da so hoch. Ich weiß ja nur, dass es nicht funktioniert. Hier, habe ich mir gedacht, jetzt kommt man auf keinen Fall da hoch. Wie komme ich da denn hoch, bitte? Muss ich ja gar nicht. So wie es aussieht. Okay. Dann nur noch dahin, dann hätten wir die Insel auch komplett. Wir haben eine weitere Schatzkarte. Okay. Wo wird mir das denn hier so angezeigt? Muss ich hier nach oben? Ja, genau. Man guckt dann natürlich nicht so weit. Ja. Warum wird mir hier so ein blauer Punkt angezeigt? Muss ich das jetzt von ganz oben machen oder was? Manchmal. Schön. So, ich frage mich nur, was der blaue Punkt zeigt. Das ist ein Verbündeter. Ach so, wusste ich nicht.
Gut, dann würde ich sagen, schwimmen wir mal zur Jackdo. Dann haben wir jetzt alles abklamüsert von dieser Insel. Da wären wir wieder. Und der gute Hornigold ist jetzt tot. Frage ist, wo ist jetzt eigentlich unser nächstes Hauptmissionsziel? Da hinten also. Okay, das könnte also jetzt eine Weile dauern. Vielleicht können wir uns alles auch in der nächsten Folge mal dieses vornehmen. Hahaha. Ich markiere es mir mal. Was ist da? Das ist Tulum. Das ist, glaube ich, ist doch hier von den Assassinen der Stützpunkt. Was ist denn da für ein Schiff? Dortzig! Der Wind wird immer stärker, Captain! Konzentrier dich auf Ruder, Captain! Ja, und wir sind ja schon fast kaputt. Das habe ich vergessen. Konzentriere mich doch. Steuerbord, Schreibt oh. Eine Fregatte zum Entern ist ja auch sehr schön. Segel heißen, los geht's! Mehr Segel, gib mir mehr Segel! Da hinten ist auch noch ein Schiff. Ich würde auch sagen, ohne Mörser brauchen wir uns nicht in vorstellen. Das wäre ein bisschen dumm. Dass die Offiziere da nicht treffen. Toll. Komm, Falke. Um auf einmal sein Ziel mal wechselt, ist auch ein bisschen scheiße. Verreckt doch. Meine Fresse, ich gehe gleich drauf hier, wenn es weitergeht. So. Mann, oh Mann. Macht mir doch das Leben nicht so schwer. Ja, und damit werde ich wohl übel die Jackdaw reparieren müssen. Weil die ist zurzeit ziemlich am Arsch. Die Brick noch. Vielleicht können wir uns die jetzt auch noch holen in der Folge. Da, dunkler Himmel und raue See. Mit jeden fetzen Stoff in den Wind. Was haben die denn alles so? Metall rum, okay.
Sturm, Captain. Sieht schlimm aus. Nein, nein, nein. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Ich will sie jetzt nicht rammen. Ich möchte sie gerne nutzen, um mich voll zu reparieren. Ja, das glaube ich natürlich überhaupt nichts. So, mein Freund. Er reagiert wieder gar nicht. Es ist Kampfmodus, Junge. So. Ja, ja. Und damit plündere ich natürlich jetzt auch. Und repariere die Jackdoor. Okay, jetzt sind wir vollstens repariert. Können vielleicht noch alles Zeug mitnehmen, was das ist. Eine Brick, eine spanische Brick. Das wird die nicht sehr viel interessieren, wenn wir ein paar Briten platt machen. Es ist wieder ein bisschen Platz geworden, frei geworden in unserer Crew, da können wir die auch mitnehmen. Ja, und ob wir uns nun in der nächsten Folge das vornehmen oder weitermachen mit der nächsten Hauptmission, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, das war eine brandneue Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, in der Folge konnten wir den guten Hornigold... Oh ne, das war letzte Folge, oder? Ich bin mir jetzt schon gar nicht mehr sicher. Doch, ich glaube, das war noch diese Folge. Das ist immer so kompliziert, wenn man eine Aufnahmesession macht. Da weiß man gar nicht mehr, was man in welcher Folge eigentlich gemacht hat. Wir haben den Hornigold platt gemacht, unser alter Kamerade, der uns allerdings verraten hatte. Ja, und nun... Ja, müssen wir Roberts aufsuchen und gucken, ob er uns doch zeigt, wie wir zum Observatorium gelangen können. Mal sehen, wie sich das alles noch so entwickelt. Oder wir nehmen uns zuerst dieses vor, aber ohne Mörser wird das nicht gerade leicht werden. Deswegen, wenn wir das mit dem vor machen, sollte ich mir wahrscheinlich erst nochmal Munition kaufen gehen und so. Ja, werden wir sehen in der nächsten Folge. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Ja, bis dahin. Ciao.